Hallo Leute, willkommen zurück zu Alice. Im letzten Part haben wir eine fiese Gegner-Kombo bekämpft. Heißt, oh, scheiße. Okay, das war jetzt auch, das war super. Das war super. So, wir beginnen den Part nochmal. Beim letzten Mal haben wir hier gegen eine fiese Kombo an Gegnern gekämpft. Zwei solcher Riesenpuppen. Dann so ein Zerfall-Dingens da. Kolossaler, nee, nicht kolossal. Kolossal wäre der ganz große. Auf jeden Fall so ein Verfall und solche fliegenden Viecher und alles Mögliche. Es war. Moment mal. Komme ich da nicht hoch? Ist da nicht irgendwie was? Moment, ich mache jetzt mal was Dummes. Nein, Alice. Nee, so hoch komme ich nicht. Okay, gut. War ein Versuch wert, aber lassen wir das. Hier haben wir wieder eine Tür. Interagieren. Bums. Beim Untergang meiner Familie, aber ich habe das Feuer nicht ausgelöst. In Oxford wohnen keine Zentauren, ein gewisser Doktor schon. Ich habe ihn gesehen, ein stolzer Student. Jetzt erinnere ich mich an ihn. Dieser Schlüssel gehört zu Lissys Zimmer. Doktor, Bambi war also der Übeltäter? Der den Brand gelegt hat und somit unsere Familie getötet hat und noch viel unschönere Dinge mit unserer Schwester gemacht hat? Dr. Bambi? Die Erinnerungen fügen sich langsam aber sicher zusammen. Und sie sind alles andere als schön. Okay. Alice ist nicht schuld am Tod ihrer Familie. Sie kann nichts für das Feuer und die Katze auch nicht. Oh. Mein Vater hätte nicht gewollt, dass ihr weint, Mädchen. Er hatte ein langes Leben. Und wie der Dichter sagt, wie bei einem Uhrwerk müde vom Verzehren der Zeit, standen die Räder beschwerlichen Lebens schließlich still. Der kolossale Zug steht hier. Einfach so. Einfach so steht er da. Oh mein Gott. Sind wir etwa auf unserer Reise langsam aber sicher am Ziel angekommen. Wow, wie der Zug aussieht. Ja, was ist jetzt? Ah, okay. Einfach nur ein Ladevorgang war das quasi. So. Alles klar. Was nun? Da oben. Ganz viele sogar. Ich wollte sagen, oh, da oben hängt eine Puppe, aber da hängen ja ganz, ganz, ganz viele. Wo ist jetzt der Scheißzug? Wo ist jetzt der... Hallo zusammen. Geht da weg, komm. Hab keine Zeit mehr für euch. Da kann ich nicht runter durch, nein. Da sind noch mehr Gegner, ich habe sie gehört. Ihr geht weg da. Du sagst tschüss. Ihr auch. Du da unten gehst ganz schnell weg. So. Nee, 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 Vorsicht. Weg da. Da. Nur noch du. Dann solltest du auch der letzte Gegner gewesen sein. Da hinten ist was versteckt. Jawohl. Sehe ich doch auch wieder. Oh mein Gott. Ich habe nicht gesehen, dass da kein Boden ist. Scheiße. Scheiße. Ja. Wie komme ich denn da hin? Noch gar nicht, vermutlich. Okay, ist ja gut. Ist ja gut. Wollte nur abkürzen. Vermutlich da drüben. Ja, vermutlich. Wir versuchen's.
Okay, wir kommen da schon mal durch. Ein Schlüsselloch ist auch schon mal da. Heißt so viel wie Erfolg. Ein bisschen. Oh Gott, diese Ich Köpfe bin kein hier. Spielzeug. Er verlangte Dinge von mir, die ich nicht tun wollte. Habt ihr das gehört? Er verlangte Dinge von unserer Schwester, die sie nicht tun wollte. Sie sei kein Spielzeug. Leute, könnt ihr euch vorstellen, auf was das hinausläuft? Ich lasse euch mal noch ein bisschen überlegen, aber ich glaube, mittlerweile wird so einiges klar. Haufen unschönes Zeugs. Also es scheint auf jeden Fall klar, Alice und ihre Katze haben nichts mit dem Brand zu tun, habe ich glaube ich schon mal gesagt. Was zum Teufel? What the fuck ist das? Oder wer ist das? Das ist Bambi, oder? Was zum Teufel? Bin ich nicht der erbärmlichste und selbstsüchtigste Unglücksrabe unter der Sonne? Nichts ahnend lebe ich in einer Ausbildungsstätte für Prostituierte. Mein Mentor ist ein widerlicher Zuhälter. Ich wurde zum Komplizen des Mörders meiner Schwester und meiner Eltern, weil er meinen Geist zerstört hat. Ich suchte Linderung von meinen Schmerzen und sie hielt mich von der Wahrheit fern. Du hattest es fast geschafft, hast dich beinahe von deinen Ängsten befreit. Du hättest geheilt werden können und vergessen. Die Erinnerung an meine Familie aufgeben? Sie sind tot. Das solltest du auch sein. Du missratene, grässliche Kreatur. Mörder. Du blutsaugender Parasit. Der Schaden, den du Kindern zufügst. Der Missbrauch. Ich biete nur gewisse Dienste an. In der großen, bösen Stadt gilt es, die verschiedensten Gelüste zu befriedigen. Meine Familie. Mein Geist. Der infernalische Zug. Der Zug ist deine Erfindung. Deine Verteidigung. Ich lege nur den Fahrplan und die Reiseroute fest. Der Zug rollt heran mit glänzenden Wagen, mit weichen Sitzen und funkelnden Narben. Still, meine Kleinen, Angst ist unangebracht. Der Mann im Mond hat dies Wunder erdacht. Ich werde ihn aufhalten, und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Was du wünschst, soll geschehen. Was tust du da? Du bist verloren. Und wo dein Körper ist, wird auch dein Geist hingelangen. Vielleicht ist er schon da. Was hat er mit uns gemacht? Also ich meine, nicht jetzt da unmittelbar vor ein paar Sekunden, sondern die ganze Zeit. Und auch mit unserer Schwester. Ja, das Wort ist gefallen. Er hat Kinder missbraucht. Unsere Schwester und bestimmt auch Alice. So sieht das Ganze also aus. Vermutlich hat er unsere Schwester belästigt und dann das ganze Haus abgefackelt, um keine Zeugen zu hinterlassen, um die ganzen Beweise zu zerstören. Ach du Scheiße. Wow, was für eine dramatische Wendung. Leute, unser Doktor, dem wir jahrelang vertraut haben. Und hier die Kinder. Das müssen die ganzen Opfer sein von ihm, die er all die Jahre missbraucht hat. Wow, was ist das? Bambi ist also die Wurzel allen Übels. Was ist hier unten? Was ist hier? Hä? Hier geht's noch. Da steht jemand. Wer ist das? Die suppende Wunde der Verdorbenheit. Bambi. Kinder, die ihren Namen um den Hals tragen, als wären sie nichts weiter als ein Stück Vieh. Eine Proklamation ihres Stammbaums könntest du auch brauchen. Sie sind stolz auf ihre Herkunft. Sie Unmensch. Die Kinder wissen doch gar nicht mehr, wer sie sind und woher sie kommen. Wie viele Psychen haben sie bis zum totalen Vergessen verdreht? Nicht genug. Deine wäre ein Triumph gewesen. Obwohl, du bist ein geistesgestörtes Wrack. Die Frucht meiner Arbeit. Dieser kranke Bastard. Wir haben die Wahrheit erfahren. Er hat sie uns gerade bestätigt. Dieser perverse, kranke Irre.
Dafür muss er bezahlen. Infernalischer Zug. Wir haben das Ziel unserer Reise gefunden. Wow. Verdammt eindrücklich, dieser Zug. Wow, aber... Ah, der Hutmacher! Hutmacher, ich muss den infernalischen Zug stoppen und das Böse, was ihn antreibt. Ein wenig selbstfixiert das Fräulein, wie? Erst die Suche voller Furcht und fragmente Erinnerungen, jetzt ist es der Zug. Nie Zeit für den Tee. Während dein Gehirn Urlaub macht, gehen wir unter. Nun dürfen Verrückte wie wir endlich in einer Teekanne in die Hölle fahren. Man darf aber nicht vergessen, was die eigenen Sinne gesehen haben. Vergessen ist einfach vergessen, es sei denn, das ist es nicht, dann heißt es anders. Ich würde gern vergessen, was du getan hast. Ich hab's versucht, ich kann's nicht. Sie haben mich benutzt und missbraucht, aber zerstören können Sie mich nicht. Nicht? Es ist nicht mehr zu ändern. Die alte Alice und ihre Wunderland-Zuflucht sind vernichtet. Du kannst nicht mal erkennen, was geschehen ist. Und du bist machtlos, kannst es weder ändern noch gegen mich vorgehen. Dafür habe ich gesorgt. Ach ja, das werden wir noch sehen. Holst du dir nun deine Strafe ab? Ich weiß, ich trage eine gewisse Schuld, aber Bestrafung ist nie den Opfern des Verbrechens dienlich. Missbrauch ist ein Verbrechen der Starken an den Schwachen. Du hast recht, die Täter werden nie genug bestraft für den Schaden, den sie anrichten. Wer Zeuge von Missbrauch wird und den Opfern nicht beisteht, zahlt eine Strafe. Dein Schmerz mildert dein Vergehen, nicht früher eingegriffen zu haben. Aber vielleicht hast du noch nicht genug bezahlt für den Schmerz der anderen. Allerdings, solche Typen können gar nicht genug hart bestraft werden. Es ist leider so. Man kann nicht ungeschehen machen, was sie den Kindern angetan haben oder den Frauen oder allgemein den Opfern. So, das lässt sich nie wieder gut machen und dafür haben sie... Sie haben mein Gedächtnis verdorben, aber nicht geschafft, mich vergessen zu lassen. Ich hätte was Leckeres aus dir gemacht. Die Kunden lechzen nach einem Stück von einer rasenden, wahnhaften Schönheit, ohne Erinnerung an Vergangenes oder Sinn für die Zukunft. Aber du musstest dich an deine Fantasien klammern. Du bist verrückt, wie deine Schwester. Sprechen Sie nicht von ihr. Sie kennen sie nicht. Deine Schwester hat gern gespielt, tat, als verachte sie mich. Sie hat bekommen, was sie wollte. Am Ende. Meine Lizzie, was ist das Ziel dieses Zugs? Wahnsinn und Zerstörung. Du solltest keine Fragen stellen. Deren Antworten du kennst, das ist nicht höflich. Und das Geräusch, Lizzie, wie sie im Schlaf wünscht. Oh, nein. Arme Lizzie. Und es gibt keine Zentauren in Oxford. Lass dein Überleben einen Sinn haben, sonst sind wir alle verloren. Unser Leben soll einen Sinn haben. Ich würde sagen, der besteht darin, Bambi zur Rechenschaft zu ziehen. Ja, und ich habe vorhin einen Satz begonnen. Solche Typen, die haben meines Erachtens ihr Leben nicht verdient. So, könnt ihr gern eure Meinung dazu schreiben, aber... Nee, solche Typen sollte man quälen und dann einfach jämmerlich draufgehen lassen, ganz im Ernst. So, genug ernste Themen angesprochen, wir spielen weiter Alice. Die ihren Weg fortsetzt im infernalen Zug. Wow. Wo zum Teufel sind wir denn hier? Sieht aus wie der Maschinenraum, kann das sein? Ja, oder so ähnlich. Aber Leute, ich glaube, das ist eine gute Stelle, um hier zu schneiden. Beim nächsten Mal geht es weiter. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.